Was ich hier habe, ist Trockeneis, also festes CO2. Das wird gern verwendet, um Lebensmittel zu kühlen zum Beispiel und ist grob minus 80 Grad kalt, also ziemlich kalt. Das mache ich mir jetzt aber zunutze, indem ich erstmal heißes Wasser in eine Schüssel schütte, dann das Trockeneis mit einem Hammer vorsichtig zerkleinere, mit Schutzbrille natürlich, und dann kann ich die kleinen Trockeneisstückchen in eine leere Plastikflasche tun. Wenn ich jetzt noch einen Luftballon drüber stülpe und die Flasche in möglichst fast siedendes Wasser reintue, dann sublimiert, also verdampft das Trockeneis ziemlich schnell und kann den Luftballon tatsächlich aufblasen. So gut ging es aber nicht, deswegen habe ich nochmal ein zweites Stück Trockeneis reingetan, damit es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Und ein drittes und noch ein bisschen zermahlenes Trockeneis, um die Oberfläche möglichst groß zu halten, damit möglichst viel möglichst schnell sublimiert. Luftballon drüber und tatsächlich dieses Mal hat es ziemlich gut geklappt, wie ich finde. Zwar mit mal 10, aber dennoch, der Luftballon wurde immer und immer größer. Und man kennt ja vom Luftballon aufblasen, da braucht es schon einen ziemlichen Druck, damit der überhaupt erstmal anwächst. Also Respekt an das Trockeneis an der Stelle. Eine weitere coole Sache, die ich machen kann, ist eine kleine Menge Trockeneis mit Handschuhen natürlich in möglichst heißes Wasser zu werfen. Da entsteht nämlich so eine Art Dampf. Woher kommt dieser Dampf? Naja, es bildet sich logischerweise CO2-Gas, weil das Trockeneis sublimiert, also verdampft mehr oder weniger. Das heißt, wir haben hier ziemlich kaltes, aber noch unsichtbares CO2-Gas in der Luft. Daran können aber Wassermoleküle in der Luft kondensieren und es bildet sich so eine Art Dampf. Außerdem können wir mit Trockeneis auch Kerzenflammen auslöschen, denn Trockeneis ist schwerer als Luft, sinkt nach unten und erstickt die Kerze. Also ich kann Feuer auch mit CO2 löschen, natürlich, wie wir hier sehen. Dann habe ich mal noch ein bisschen Trockeneis in ein bisschen kleineren Behälter geworfen und ein bisschen eine größere Menge. Und ihr seht, das geht ganz schön ab. Also wir haben hier eine ziemlich starke Rauchentwicklung und auch hier sehen wir nochmal, der Rauch fällt nach unten. Also es ist tatsächlich schwerer als Luft und hat eine höhere Dichte als Luft. Hier nochmal gemahlenes Trockeneis, damit die Oberfläche größer ist. Und wenn wir das in so einen Behälter werfen, dann gibt es auch einen ziemlich starken Effekt. Extra schön sieht es aus mit Licht von hinten. Und weil eben dieses CO2-Gas schwerer ist als Luft, kann ich es auch ausleeren und es sieht in Zeitlupe ziemlich schön aus. Aber es ist natürlich auch gefährlich, dass es schwerer ist als Luft, weil so kann es sich in Räumen unten ansammeln. Und wenn man dann mal merkt, dass CO2 in der Luft ist, steht es vielleicht schon richtig, richtig hoch. Also da bitte aufpassen. Da habe ich jetzt so eine Pflanze genommen, die relativ biegbar ist. Aber wenn ich die jetzt mal mit so zwei Trockeneisklötzen kühle, wird die Pflanze relativ spröde und ich kann sie ohne weiteres mit den Fingern durchbrechen tatsächlich. Hier seht ihr übrigens noch meinen Versuch, eine Nebelkammer zu bauen. Hat leider nicht so gut geklappt. Theoretisch könnte man damit kosmische Strahlung nachweisen. Ich werde es aber nochmal versuchen, sobald ich das nächste Mal Trockeneis habe und dann vielleicht nochmal ein Video hochladen, wo ich genau erkläre, wie so eine Nebelkammer eigentlich funktioniert. Wer das aber jetzt schon wissen will, es gibt dazu auf jeden Fall schon viele gute Videos auf YouTube. Jetzt aber zurück zu Dingen, die funktioniert haben tatsächlich. Ich habe eine 2-Euro-Münze in Trockeneis gesteckt und achte mal auf das spannende Geräusch. Fast noch spannender ist es, wenn ich meine Münze senkrecht reinstecke und dann loslasse. Was hier passiert ist im Grunde, dass die Münze eben auf einer Seite mit dem Trockeneis in Berührung kommt, dann sublimiert das Trockeneis da, weil die Münze eben ziemlich warm ist im Vergleich zu den minus 80 Grad von Trockeneis. Es gibt einen Gasdruck, weil eben Gas entsteht und die Münze wird auf die andere Seite geschleudert. Da passiert aber genau das gleiche und dadurch wird die Münze hin und her geschleudert. Und zum Schluss, weil es so schön war, hier nochmal tatsächlich kochend heißes Wasser und eine Flasche mit Trockeneis und einem Luftballon. Und dieses Mal geht es tatsächlich schneller als letztes Mal. Warum denn das? Diesmal geht es noch schneller, weil das Wasser noch heißer ist und weil ich noch mehr Eis gemacht habe. Super. So, und wenn wir jetzt eigentlich alles gemacht haben, was wir machen wollten, können wir uns auch den großen Klotz hier in kochendes Wasser werfen. Dafür einmal Gegenlicht. Und, oh, er fällt runter. Los geht's. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Falls es Anregungen gibt für weitere Videos, auch gerne in die Kommentare damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!